Auf geht es, meine Freunde, zur nächsten Folge von Prince of Persia, The Sands of Time. Wer die letzte Folge gesehen hat und die davor, der hat gesehen, wie ich kurz vorm Ausflippen war. Beziehungsweise hat es wahrscheinlich eher gehört, nicht gesehen, aber ja. So eine Stelle wird uns wahrscheinlich jetzt noch einmal... Was macht der denn da, tanzen? So eine Stelle wird uns wahrscheinlich jetzt gleich nochmal erwarten, weil der Fahrstuhl ist genauso eine Scheiße wie... Ja. Worauf? Nicht alles ist eine Falle, wisst ihr? Wie die letzten beiden Folgen. Das wird jetzt richtig wieder schwierig. Huch. Hier gibt es aber Wasser. Oh Mann. Ich bereite schon mal mein Messer vor. Das ist doch kein Messer. Sag ich doch. Ich stehe ja nicht alles ist deine So, vielleicht klappt das ja irgendwie wieder, dass ich nach Möglichkeit nicht ganz so nah an Pfarrer rangehe. Weil der beschäftigen die sich nämlich mehr mit mir. Das gibt's nicht. Ja, ja. Ja. Solange bloß die kommen, dann geht das ja. Du hast hier schon wieder so einen blauen Typ. Hilfe! Ah. Ja, die ist echt zu nichts zu gebrauchen. Das kann's nicht. Ja, ja, hinter mir, ich weiß. Es geht schon wieder gut los hier. Hä? Du sollst doch da nicht hochspringen, verdammt! Au. Was? Der hat das geblockt, der Sack. Steh doch mal auf, Alter! Und daneben. Zack. Sie wird wieder angegriffen. Ich glaube, ich muss mich erstmal um Pfarrer kümmern. Alter, die müssen dringend von Pfarrer weg, ey. Nein! Ach. Ja, wieder mal typisch. Nein, in diesem Kampf bin ich nicht gestorben. Während eines Angriffs. Ich könnte kotzen, ey. Nicht alles ist eine Falle. Blöde Kuh. Weil du nur kannst, ey. Mensch. Das war einfach. Mann. Das war einfach. Vor allem, dass die auch immer bei der spawnen müssen und nicht nur bei mir, Mensch. Auf ein neues. Oh, dann der falsche. Genau, bleibt da immer schön bei mir. Das war knapp. Hilfe! Halt's Maul! Ganz nischt. Ey, das gibt's doch nicht! Ey. Sache.
na, 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 na. Ja. Das war nicht schlecht. Komm zu mir, Klein. Ja. Das war knapp. Hilfe! Halt's Maul, lass mich in Ruhe. Das kann einfach nicht wahr sein. Genau in dem Moment schlägt er jedes Mal zu. Es ist zum Brechen. Es ist echt zum Brechen. Also, es ist echt nicht mehr feierlich. Ich weiß, ich reg mich hier nur noch auf. Ich weiß. Wie hab ich das denn damals gemacht? Na gut, damals konnte ich auch diese komische Special-Attacke, die geht hier irgendwie überhaupt gar nicht. Scheiße. Ach, Mann. Fährt er bald mal hoch, hallo? Das war einfach. Das war einfach. Na los, kommt schon, ihr kleinen Penner. Wisst ihr ja nicht alles in deiner Falle. Oh, das der nicht. So, ich bin jetzt gerade mal wieder ein bisschen ruhiger, wie ihr wahrscheinlich gerade mitbekommt. Du sollst doch zu dem hinspringen, Mensch. Ist natürlich wirklich immer scheiße, wenn er in dem Moment zuschlägt. So wie jetzt. Und man kann den zweiten Schlag nicht blocken. Hilfe! Schnauze. Man kann das nicht abbrechen, das ist Kacke. Voll daneben. Auf einmal eine ganz andere Attacke oder was? Ja! So wurde ich jetzt getroffen? Von wem? Hinter euch! Wieso wurde ich jetzt? Toll, sind beide hier oben, das ist scheiße. Das war's. Au.
Okay, Leute, ich mache immer wieder ein kleines Päuslein und wir hören uns wieder, wenn ich das geschafft habe. Definitiv. Das ist zum Kotzen, ey. Tut mir leid. So, bis gleich. Holla, die Waldfee, Leute. Ich habe es doch noch geschafft, aber die Kamera, die spielt mal wieder verrückt. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt noch so drin gelassen habe, aber die Kamera, die spielt stellenweise richtig verrückt. Eben zum Schluss. Absoluter Blödsinn. Das ist richtig zum Kotzen, wie die Kamera noch dazu verrückt spielt. Aber ich glaube, ich werde bloß noch diese Folge jetzt hier erstmal machen und dann brauche ich erstmal eine Pause. Ich werde hier noch wahnsinnig. So. Es hat aufgehört. Das ist schön. Jetzt muss ich erstmal was trinken, ey. So. Was macht die da? So, ja, ich wollte gerade sagen, das sieht so auffällig aus. Aber irgendwie. Wie komme ich denn jetzt da hoch? Wieso springt der so komisch? Irgendwie will der nicht. Wie komme ich jetzt hoch? Alter, sag jetzt nicht, jetzt backt das Spiel hier rum. Dann kriege ich jetzt aber eine Krise hier. Das backt jetzt rum? Was? Jetzt macht das. Hä? Eben ist er doch bis hochgelaufen. Jetzt. Oh, ich wollte schon. Oh. Los, kommt. Beeilung. Ja, ich beeile mich doch schon. Mensch. Wie Sandu es nicht weit. Ich fühle es. Fühlen? Wie? Ich kann es nicht erklären. So, meine Freunde. Da ist die Sanduhr. Wir sind dem Ziel immer näher. Verflucht. Na, okay, können wir speichern. Cool. Wieder diese Vision, wo man sehen kann, dass Farah den Dolch nimmt. Können wir ihr vertrauen? Gut. Gut. Beim nächsten Mal fangen wir hier an. So. Komische Geräusche, die... Es ist niemand hier. Das ist ein bisschen zu ruhig. Hinauf auf die Sanduhr. Ich muss erstmal gucken, wie das jetzt hier war mit dem. Ich glaube mal hier rüber. So. Ja. Ja. Ihr habt es geschafft. Nehmt den Dolch und steckt ihn in die Mitte der Kuppel. Meines Vaters Armee plünderte euren Palast und nahm euch als Sklave. Was? Ihr habt allen Grund, mich zu hassen. Wovon sprecht ihr überhaupt? Und nun soll ich euch vertrauen? Macht schon! Es ist keine Zeit! Marubi Yamarut. Vali. Gebt mir den Dolch. Ich stellte mich dem Feind. Ich sah in seine Augen. Und ich verlor. Alles. Ein Grab. Ihr wart da. Den Dolch in der Hand. Warum habt ihr gezögert? Ihr haltet euch für den Besten der Besten. Aber ihr seid genau wie die anderen.
verfluchte Soldaten. Alles, was sie können, ist kämpfen und zerstören. Warum habe ich euch vertraut? Warum habt ihr mir nicht vertraut? Au! Verzeiht. Wo seid ihr? Ich bin hier. Haltet meine Hand. Geht nicht. Was ich sagte, war falsch. Nein. Ihr hattet recht. Alles Geschehene war mein Werk. Ich wollte Ehre und Ruhm. Ich brachte Verderben. Ihr seid tapfer und ehrenhaft. Wenn dies unser Grab sein soll, wird der Dolch mit uns beerdigt. Und wir sind beisammen. Was ist los? Nichts. Ihr zittert. Ich mag keine engen Räume. Irgendwo muss ein Weg nach draußen sein. Als Kind lehrte mich meine Mutter ein geheimes Wort. Sie sagte, wenn ich Angst hätte, müsse ich nur dieses Wort aussprechen und eine magische Tür tue sich auf. Ich habe niemandem davon erzählt. Kein Wunder, ich habe nie was Lächerlicheres gehört. Wie lautet das Wort? Kakolukiam. Kakolukiam. Ihr wart das. Nicht wahr? Pfarrer? Ho! Ho! Kakolukiam. Ja, ja, Kakolukiam, die magischen Worte, die auch diese Folge beenden und aber die Tür zur nächsten Folge öffnen, meine Freunde. Deshalb sage ich erst einmal Danke, das war's Mikro, danke fürs Zusehen, lasst einen Daumen nach oben da, abonniert mich, wenn ihr meine Videos toll lustig findet, toll lustig, ja, tollwütig und lustig, nee, lustig findet, ich weiß, ich fehle rum, ich meckere auch sehr viel rum, ja, das bin nun mal ich, so spiele ich halt. So, das war's jetzt erstmal für diese Folge. Wie es weitergehen wird, erfahren wir in der nächsten. Also dann sage ich erst einmal, haut rein, fahrt nicht besoffen Auto und tschüssili.